Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute mal den neuen Akkuvertikutierer von der Firma Husqvarna vorstellen. Und zwar ist das der S138i. Da könnt ihr zwei Akkus reinstecken. Hier. Da schaltet man ein, dass die Akkus auf Betrieb haben, auf Stufe 1. Und da könnt ihr dadurch die Laufzeit verlängern. Empfehlen tue ich natürlich immer die größeren Akku eher, weil ihr längere Laufzeit habt. Das ist jetzt der Bleed 200. Der wird bloß hier einfach reingesteckt. Entweder in Fach 1 oder Fach 2. Wichtig drücken, bis er einrastet und einschnackelt. Akku vor dem ersten Einsatz voll aufladen, also am besten mit Schnellladegerät, das 330, das verwenden eigentlich die meisten Kunden. Ihr könnt da durch Drücken auch überprüfen, wie voll der Akku noch ist hier. Und dann könnt ihr es auch oben am Gerät selber, wenn hier eingeschaltet ist, hier einschalten, auf 1 länger drücken, dann leuchtet hier die Kontrollleuchte. Dann könnt ihr hier drücken, dann seht ihr hier Ladezustand vom Akku. Entsprechend, wenn ihr zwei Akkus drin habt, seht ihr vom ersten und vom zweiten Akku. Da könnt ihr eine Ökostufe machen, da braucht ihr weniger Strom, wenn jetzt die Belastung nicht so hoch ist. Die Höhe wird einfach hier eingestellt, mehr oder weniger. Also ihr sollt grundsätzlich so vertikutieren, dass der Boden nur leicht geritzt wird. Das Gerät ist mit Fangkorb ausgerüstet. Also ihr braucht es dann hier, nicht mehr das Moos mühevoll alles zusammenrechnen, sondern ihr könnt es gleich in den Korb geben oder den Großteil zumindest. Der wird bloß einfach hier links und rechts bei den Zapfen hier eingehängt. Schauen wir mal unten rein, dann sieht man es schöner. Hier sind die Messer, das richtige Stahlmesser, wo das Moos auch sehr gut rausarbeiten. Große Räder, dass er leicht zum Schieben geht, mit Kugellagerung. Und hier hinten ist er alles offen beim Korb. Wenn man nicht mehr raus, dann sieht man es besser. Hier, dass das auch schön in den Korb rein kann und nichts verstopfen kann. Also super stabile Sache. Ihr könnt es auch ohne Korb vertikutieren, dann haut es halt hinten nach unten raus. Wie gesagt, hier einfach mit den Zapfen da reingehen. Seht man es hier? Da ist so eine Vertiefung, da hängt man den Korb ein. Ihr habt einen schönen Griff dran, damit man es leicht aus- und einhängen kann. Was ihr im Lieferumfang auch dabei habt, ist so eine Lüfterwalze. Also ihr könnt den nicht nur als Vertikutierer hernehmen, sondern auch zum Rasenlüften. Das kann man unter dem Jahr machen, wenn der Rasen jetzt recht da liegt, dass den praktisch hochkampelt. Das sind so kleine Federn, wo den Rasen dann hochziehen. Kann man mit dem Gerät auch machen, ist alles im Lieferumfang dabei. Jetzt zeige ich euch mal das Ganze. Wie gesagt, hier einschalten auf 1. Entweder auf Öko oder auf volle Leistung, dann hier entriegeln und dann könnt ihr hier einschalten. Dann sehen wir hier, der geht jetzt nur ein paar Millimeter rein. Wir haben jetzt den ganz hoch, weil ja die Messer nagelneu sind. Das kann man dann entsprechend vom Verschleiß her anpassen. Wichtig ist, ihr sollt es auch nicht tiefer vertikutieren, wenn es hier sitzt. Das ist leicht geritzt, maximal 5 mm tiefer. Tiefer sollte der Vertikutierer nicht gehen. Dann ist das eigentlich optimal vom Ergebnis. Das war jetzt mit Öko-Taste. Jetzt machen wir mal Vollpower. Der Unterschied ist, dass er dann bloß halt noch ein bisschen höher dreht. Dadurch geht es halt noch stärker. Das kommt halt dann darauf an, wenn ihr jetzt mehr Belastung habt, weil ihr sehr viel Moos habt, dann könnt ihr auch mit voller Power machen. Mein Rasen ist ja moosfrei, obwohl wir da eine große Baumhecke haben, weil ich nur mit aus keiner Naturdünger und Bodenverbesserer arbeite und dadurch haben wir kein Moos mehr, auch nicht neben die Bäume. Also das ist, wenn da jetzt einmal alles grün ist, dann ist da sehr viel Schatten. Aber das Moos-Thema ist eigentlich mehr ein Thema falsche Düngung oder falsche Pflege. Da schaut euch am besten unser Video zum Thema Pflege und Düngung und so weiter. Ja, das war es jetzt zum Thema Akkuvertikutierer, den neuen von der Firma Husqvarna. Ist eine super Sache, da habt ihr halt die Kabelzieher rein immer und ihr habt nicht den Lärm und Gestank vom Benzinmotor. Für kleinere, mittlere Gärten eine super Alternative. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Ich wünsche euch einen sonnigen Nachmittag.